Das wird auf jeden Fall alles brennen, sage ich so, wie es ist. Warum glauben Sie das? Weil ich weiß, wie es ist hier in Neukölln. Hermannstraße und Sonnenallee wird gar nicht gut enden. Die Absperrgitter für die Böller-Verbotszone an der Sonnenallee stehen bereit. Mehrere Buslinien werden am Silvesterabend Teile Neuköllns und Kreuzbergs nicht bedienen. Zu gefährlich. Die Lage ist wegen des Kriegs in Nahost zusätzlich angespannt. Doch schon so ist für die Berliner Feuerwehr klar: Wir erwarten auch an diesem Jahr wieder die ereignisreichste und die einsatzstärkste Nacht des Jahres. Beim Termin der Feuerwehr in Mitte geht es heute Vormittag eigentlich um lebensgefährliche Knaller. Vor unsachgemäßem Umgang soll gewarnt werden, aber auch für Rettungskräfte könnte es wieder gefährlich werden. Nach den Angriffen vergangenes Jahr versichert der Landesbranddirektor jetzt, alle Einsatzkräfte seien für diese Fälle nicht nur gut geschult. Bestmöglich geschult. Der Überzeugung bin ich, ja. Anders sieht das die Feuerwehrgewerkschaft. Die Einsatzkräfte hätten neben einer Infoveranstaltung lediglich einen Handzettel bekommen, wie sie mit Angriffen umgehen sollten. Beides erst jetzt, im Dezember, viel zu spät. Das wäre ein paar Monate früher angebrachter gewesen, um das eben auch zu trainieren, zu üben, das in Fleisch und Blut übergehen zu lassen. Naja, man kann darüber streiten. Ich kenne die Kritik, wenn ich es im September hätte veranlasst, dann ist es zu weit weg von Silvester. Man hat es nicht mehr im Kurzzeitgedächtnis. Also insofern kann man sich sicherlich da unterschiedlicher Auffassung sein. Bestens geschult oder nicht, wie kann das innerhalb der Feuerwehr so unterschiedlich wahrgenommen werden? Das weiß ich auch nicht. Da müssen die Gewerkschaft fragen, auf welcher Basis sie zu diesen Erkenntnissen kommt. Ich war auf der Feuerwache Neukölln zum Beispiel und habe mich dort mit Kolleginnen und Kollegen unterhalten, die wir auch vertreten seitens der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft. Und da ist tatsächlich dann mir gesagt worden, wir wissen von nichts, wir haben nichts bekommen. Aber übermorgen, am Tag vor Silvester, soll es in den Feuerwachen nochmal ein zusätzliches Online-Briefing geben. Welche Wirkung die Böller-Verbotszonen haben werden, ist noch offen. Aber die Feuerwehr setzt zudem zu Silvester auf eine technische Neuerung. Die Rettungskräfte können unterwegs online sehen, wo es zu Angriffen kommt. Sodass anfahrende Kräfte, die eventuell nur einen Transfer durch einen derartigen Bereich haben, dieses umfahren können. Oder Kräfte, die in diese Bereiche hineinfahren müssen, dann über die zweite technische Neuerung direkte Ansprache mit verfügbaren Polizeieinheiten vor Ort auch eingehen können, um dann auch einen Schutz zu erfahren. Die Polizei als Begleitung für Rettungseinsätze aus Furcht vor Angriffen in der Silvesternacht.